Na gut, so. Ich habe jetzt noch 1,5 Stunden, etwas mehr als 1,5 Stunden vor mir. Also fast Halbzeit. Ich glaube, das mit dem Netherrack, das kriegen wir heute noch fertig. So. Ach, warte mal, da ist noch was. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, hoffentlich komme ich da schnell vorbei. Ohne großes Spektakel. Letzte sichere Reihe. Nur kurz nachsehen, da ist kein Gas. Oh, wobei, da wäre es sogar ein bisschen sicher noch. Haha. Aber es muss trotzdem nicht sein. Naja. Schnell, schnell, schnell. So, weg damit. Bin am Überlegen, ob ich den Rand nicht doch wegmache vom Weg. Das wäre zwar gefährlich, aber. Ach, ich weiß nicht. No risk, no fun heißt es ja. Ah, fast geschafft. So, und wir sind da tatsächlich drüber. Noch vier. Eins, zwei, drei, vier. So, eins, zwei, drei. Aber mal, das brauche ich jetzt gar nicht mehr zählen. Das da wird gefährlich. Wenn ein Gast hinter uns spawnt und plötzlich schießen anfängt, könnte er uns runterschubsen. Das wird könnte sehr gefährlich werden. Naja. Geschafft. So. Alles aufgesammelt. Sehr schön, jetzt ist hier auch alles frei. Jetzt geht es da nach rechts weiter. Und da können wir nach rechts ja eigentlich gar nicht runterfallen. Aber ich habe trotzdem Angst. Ich werde deshalb trotzdem schleichen. Ich frage mich, wo dieser eine Gast ist. Und ob er uns sieht. Also ob er in Sichtweite wäre. Vielleicht ist er wieder oben bei uns. Dann können wir ihn nachher töten. Gleich ist die Spitzhacke wieder grau. Halt. Kurz einsammeln. So. Oh nein! Da würde noch eine gehen. Ich habe vergessen, das Reparieren vergessen. Okay, aber dieses Mal nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das sieht gefährlich aus da vorne. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So viel Zombie-Pikmin und dann auch noch ein Baby-Zombie-Pikmin. Das ist äußerst gefährlich. Da wäre nur einer da vorne. Naja, hoffentlich die spawnen die. Und hoffentlich greift Ronak nicht einen an. Wenn Ronak einen angreift, müssen wir laufen. So schnell wir können.
Wenn Ronag einen angreift, sind wir tot und unsere Sachen fallen hier überall runter. Denn für Gegenstände wäre es hier groß genug, um da durchzupassen. Jetzt muss ich auch aufpassen, nicht, dass ich aus Versehen einen schlage. Jetzt ist da schon wieder irgendein Gast. Ich sehe nicht, aber ich höre ihn. Aber ganz ehrlich, die Zombie-Pikmin machen mir mehr Angst im Moment. Könnt ihr nicht einfach despawnen? Bitte! Oder von alleine runterfallen. Ach Mann. Ronag, bitte mach nichts Blödes. Der da hinten ist entweder weggelaufen oder despawned. Da sind auch nur noch zwei und der Baby-Zombie-Pikmin da. Es ist schon leichter geworden, aber der Baby-Zombie-Pikmin macht mir noch Angst. Problem ist auch, ich bin halt mittendrin bei denen. Wenn Ronag die angreift, die haben mich sofort. Ich weiß nicht mehr, wo er ist, ob er gerade geladen ist, aber gerade nicht geladen ist. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wo dieser Gast ist. Der hat sich gerade ziemlich nah angehört. So, Spitzhacke gleich vorbei. Boah, was war das für ein Geräusch? Ich glaube, das war der Baby zum Pikmin. So, noch. Da ist der. Gehen wir mal kurz rüber, ihn töten. Aber außen rum. Dass er noch ein bisschen in unsere Richtung fliegt. Ja, genau. Brüll nur rum. So. Jetzt müssten wir ihn hier eigentlich gleich sehen und töten können. Erwischt. Lol, der hat uns vorbeigeschossen oder so? Keine Ahnung. Naja, Hauptsache tot. So, aber wir sind sowieso. Hier sind zwei Baby-Zombie-Pikmin. Wir sind sowieso eigentlich hier. Da. Das sind unglaublich viele Zombies. Zwei noch. Eins, zwei. Eins, zwei. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, da sind wir hoffentlich bald vorbei. Ja, ein bisschen haben wir noch. Oh Mann. Wobei, ja gut, links könnten wir auch runterfallen. Wir könnten links runterfallen. Dieser Baby-Zombie-Pikmin. Könnt ihr nicht einfach despawnen, bitte? Ich glaube, das war ein Nein. Andererseits, wenn so viele Zombie-Pikmin hier unten sind, sind weniger oben und das reduziert die Chance, dass Ronag einen angreift. Habe ich repariert? Ja, habe ich. Aber es macht mir halt mehr Angst. Und es ist gefährlicher, wenn er trotzdem mal angreift. Die Chance ist ja immer noch da. Ich weiß auch gar nicht, was mir jetzt lieber wäre. Die lauter von Zombie-Pikmin umringt zu sein oder von Ghasts, die dauernd hier irgendwo herumschweben. Keine Ahnung, was mir da echt
Ich keine Ahnung, was mir da lieber wäre. Da ist er. Ah, ich höre auch schon den nächsten Gast. Sammeln wir mal kurz ein. Gut. So, noch vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Gleich geschafft. So, ist noch die letzte Spitzhacke. So, geschafft. Dann jetzt wäre das nächste da entlang. Machen wir das. Soweit es geht. So, ich glaube, da mache ich immer von hier von rechts nach links. Wegen diesem Baum hier gerade. Habe ich eigentlich da schon alles aufgesammelt? Nein, da hier ist noch was. Aber da wird es jetzt gerade sehr gefährlich dann. Wo spinnst du? Spinnst du? Ich hau hier ab. Ich mach das von der anderen Seite. Natürlich, jetzt sind da auch solche Pikmin gespawnt. Auf einmal schubst er uns, dieser Dreck, kleine Drecksack da. So, hier fühle ich mich gleich viel sicherer. Also man ja echt sicherer mit Gast wahrscheinlich. Geh mal weg. Sag mal, bist du mir gefolgt, du kleiner Drecksack da? Also wenigstens nicht da vorne. Aber wahrscheinlich ist es einfach nur ein anderer. Ich habe gerade so einen Schuss bekommen. Ich weiß nicht mehr, ob ich die Chance gehabt hätte, runterzufallen oder nicht. Denn vielleicht war ich ja noch bei der Mauer. Aber ich habe so richtig Schiss bekommen. Boah, ich hätte jetzt fast geschlagen. Ich hätte ihn fast geschlagen. So, wie viel noch? Drei. Eins, zwei, drei. So, alles einsame, was hier noch rumliegt. Und dann geht es aber jetzt ab nach Hause. So, und wenn wir wieder zurück sind, sind die hoffentlich alle weg. Okay, das ist immer noch da. Hier ist anscheinend auch ein neuer gewachsen. Lol, das ist doch ein Bug, oder? Da dürfte eigentlich gar keiner wachsen. Da ist doch das Banner. Das ist doch zwei Blöcke breit. Und trotzdem ist ein Block. Lol. Also ein ich glaube, manuell könnte man da keinen setzen, oder? Könnte man das? Wenn es manuell nicht geht, dann ist es eindeutig ein Fehler. Vielleicht interessiert euch auch, fällt mir gerade so ein, ich bin ja immer noch auf der 1.10.2. Ich hätte die Zeit gehabt zum Updaten, ja. Aber ich habe die Zeit ganz ehrlich anders genutzt, nämlich um YouTube zu schauen. Ich war ja 2 Monate hinten und jetzt bin ich tatsächlich wieder, ich habe eine Woche nur noch YouTube geschaut und bin tatsächlich wieder, ich bin wieder aktuell. Abgesehen von Gronkhs Minecraft Let's Play, da hänge ich immer noch 2 Monate hinten her. Aber davon abgesehen, alle anderen Kanäle, die ich noch abonniert habe, bin ich wieder aktuell. So. Zack. Machen wir das so.
Und dann geht's ab nach Hause. Und naja. Aber auch ein bisschen mehr Origami wieder mal gefaltet. Darf auch mal wieder sein. Ich weiß es nicht. Ja gut, lol, kam auch ein neuer Patch raus. Die Patch-Spiels habe ich mir auch noch durchgelesen. Bin ich auch schon durch. Und ich schätze mal, ich weiß nicht sicher, aber ich schätze, dass ich zumindest die Patch-Notizen für 1.11.0 bis nächste Woche durchkriege. Ob ich das Update dann auch gleich auch noch mache, gleich im Anschluss, das weiß ich noch nicht. Das ist aber... Was Minecraft angeht, war ich jetzt die letzten Wochen ein bisschen faul, muss ich gestehen. Nach dem Import. Aber dafür habe ich jetzt... Das hat mich so viel Zeit gekostet, dieser Import, dass ich jetzt andere Sachen machen musste, die wichtiger sind als Minecraft. Tatsächlich. Und neues... mein Masterstudium fängt jetzt demnächst auch an. Ich bin bereits wieder immatrikuliert. Habe ich auch schon für die ersten zwei Vorlesungen angemeldet. Die Anmeldungen, obwohl doch das vorherige... das Sommersemester ist, gibt es bereits die erste Anmeldung für das Wintersemester. Das finde ich irgendwie cool. Leider nicht alles. Ein paar muss ich mir als muss ich mir merken, als Lesezeichen merken, aber das meiste ging. Nicht das meiste, sondern zwei gingen. Naja, da habe ich heute auch. War ich heute sehr produktiv, was mein privates bzw. mein Studiumsleben. Studentenleben angeht, war ich heute sehr produktiv. Was mein Let's Player-Leben angeht, war ich sehr unproduktiv. Morgen wahrscheinlich auch nicht. Morgen werde ich wieder Dachboden räumen. Ja, vielleicht zocke ich. Morgen ist Feiertag. Vielleicht zocke ich ein, zwei LOL. Vielleicht fange ich morgen mit den Patch-Notizen an. Ich weiß nicht, wie viel das zu lesen ist. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da lange brauchen werde oder nicht. Keine Ahnung. Naja. Wird sich da noch herausstellen. So. Gleich wieder zurück. Wir sind jetzt nur zum Abladen zurückgekommen. Nach Hause gegangen. Was war das? Ich dachte, ich hätte da was Komisches gehört. So. Naja. Ich habe jetzt tatsächlich auch schon die ersten Kommentare bekommen, warum ich immer noch auf 1.10.2 spiele und nicht auf 1.12.1, der aktuellste Patch. Liegt daran, dass ich halt diesen Weltimport gemacht habe. Also ich habe tatsächlich eine mit Folge 1000 habe ich, oder kurz nach Folge 1000 habe ich, war das schon 200 Folgen, fast ein Jahr habe ich für diesen Import gebraucht, das ist heftig. Ich hatte nämlich eine Welt, eine andere Welt, die Darius und ich früher auf einem Server gespielt haben, auf einem Bucket-Server, habe ich manuell, also wirklich per Hand, auf diesen Server hier, Vanilla-Server, hier integriert. Importiert und integriert. Und das hat halt sehr lange gedauert. Unter anderem, also mittlerweile hätte ich das jetzt, müsste ich das jetzt wieder neu machen, wäre ich viel schneller. Die Tiltics würde ich nämlich einfach löschen. Das funktioniert nämlich. Die Blocks werden dann trotzdem kurz abgedatet. Weil sie nämlich auf einer älteren Version sind, wo es noch kein irgendwie Last Tick oder sowas oder Last Update oder Ding so gab. Und deswegen werden sie automatisch nochmal abgedatet.